Ja, hallo Freunde, wieder sonntags, wieder eine neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute eine leckere Grillbeilage mit einer Beilage und zwar gefüllte Zwiebeln. Viel Spaß! So Freunde, wir fangen heute mal ganz anders an und zwar beginnen wir mit den Zwiebeln und mit den Kartoffeln. Unsere Kartoffeln gewaschen, die Zwiebeln geschält, haben wir nun in einen Topf gegeben mit Salzwasser und man sieht gar nichts mehr, weil es beschlägt. Dort sollen unsere Kartoffeln nun in 15 bis 20 Minuten gar werden und die Zwiebeln halt auch mit gedämpft werden. Und hier sind unsere Zutaten für unsere gefüllten Zwiebeln. 4 vorgegarte rote Zwiebeln, große rote Zwiebeln, gegarte Kartoffeln. Dann brauchen wir etwas Butter für die Pinienkerne, ein paar frische Kräuter wie Petersilie, Salbei, Oregano habe ich dabei und Rosmarin. Etwas Cheddar, getrockneten Majoran, Salz und Pfeffer. Unsere Zwiebeln werden nun ausgehöhlt. Das heißt, zwei Wände müssten stehen bleiben. Ihr seht hier, ich nehme es mal raus. Ich habe zwei Wände stehen lassen, aber dann fehlt mir das Unterteil. Ich habe einfach ein Stückchen davon abgeschnitten und lege das wieder rein. Somit füllt das Ganze und wir können die ganze Zwiebel füllen. So verfahre ich auch mit den anderen drei Zwiebeln. Und dann sehen wir uns wieder. Zwei der Zwiebeldeckel habe ich nun zerkleinert. Und dazu werde ich unsere Kartoffeln noch klein machen und unter anderem auch die Kräuter hacken. Unseren Zwiebeln, klein geschnittenen Kartoffeln, den klein gehackten Kräutern habe ich nur noch zwei Esslöffel Cheddar dazu gegeben. Das Ganze vermengen wir und dann wird das Ganze in die vorgegartenen Zwiebeln gefüllt. Bevor wir allerdings füllen, kommt noch ein Teelöffel Majoran dazu, etwas Salz. Na, ich denke, das sollte reichen. Und etwas Pfeffer. So, ich denke, das reicht auch. Wie gesagt, das wird noch untergemengt und dann wird aber gefüllt. Unsere gefüllten Zwiebeln sind nun in der Auflaufform gelandet. Ein paar Butterflöckchen habe ich unten reingetan. Auf die gefüllten Zwiebeln ist noch etwas Cheddar gelandet. Und nun geht's ab unter den Grill. Unsere Zwiebeln kommen nun auf den Grill. Indirekte Zone. Da und da ist Feuer. Und das Ganze 20 bis 25 Minuten. Und der Deckel geht zu. Ja, unsere gefüllten Zwiebeln haben wir jetzt warm gestellt. Und jetzt kommt die Beilage dazu, nämlich ein schönes Ribeye Steak. Ja, kurzes Fazit, eine total leckere Sache, werdet ihr bei eurem nächsten Grillabend mit Sicherheit punkten. Macht's einfach nach. Ich habe sogar vergessen, nebenbei das Fleisch zu essen, was auch sehr lecker war. Aber die Zwiebeln haben alles übertroffen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und schönen Sonntag noch.